Ein Junge, Maria Wedig verrät das Geschlecht ihres Babys. Maria Wedig, 39, teilt endlich mehr Details über ihr neugeborenes Kind. Die Schauspielerin und ihr Partner Sven haben bereits die 2009 geborene Tochter Leni. Doch im vergangenen Monat ließ sie dann die Bombe platzen. Sie hat am 30. Mai noch ein weiteres Kind bekommen. Das ist auch der Grund, wieso die Darstellerin der Nina Klee vorerst bei GZSZ pausiert. Nun verrät Maria, dass sie stolze Mama eines kleinen Jungen geworden ist. Unser Sohn ist jetzt 4 Wochen alt und ehrlich gesagt kann ich das alles gar nicht glauben. Das geht mir jetzt schon viel zu schnell, meldet sie sich auf Instagram aus dem Wochenbett. Der Kleine sei wohl auf und seit seiner Geburt einige Tage vor dem errechneten Entbindungstermin schon richtig gewachsen. Es geht ihm prächtig und er entwickelt sich auch genauso, wie es sein muss. Wir sind alle sehr, sehr glücklich. Die ersten Wochen seit der Geburt seien wunderschön für Maria und ihre Familie gewesen. Gegenüber RTL kündigte die 39-Jährige bereits an, die Zeit mit ihrem Baby in vollen Zügen genießen zu wollen. Ich werde einen wunderschönen Sommer und die nächsten Monate mit meiner Familie verbringen. Schön entspannt und mit allen meinen Liebsten, schwärmte sie.